Liebe Milchfreunde, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und insbesondere ein besinnliches Weihnachtsfest, zugegeben. In den letzten Jahren, wenn man sich da ein besinnliches Weihnachten gewünscht hat, da war das ja schon so ein bisschen mit einer Note von Sarkasmus untermalt, weil man hat ja genau gewusst, eigentlich ist es ein Gehetze und Stress vom einen ins andere. Aber dieser Wunsch ist ernst gemeint dieses Jahr und nicht nur die Hoffnung, sondern es wird wohl auch sein, dass wir besinnliche Weihnachten haben. Das wünsche ich jedem und es kommen auch wieder andere Zeiten, da wird es turbulenter und dann erinnern wir uns vielleicht zurück und denken, ja, alles haben wir hinter uns, gut gelaufen und dann sage ich frohe Weihnachten mit einem Glas Milch. Ein besonderes und außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest. Möge Ihnen das neue Jahr Kraft für die neuen Herausforderungen, Gesundheit und Glück geben. Weihnachten ist die beste Zeit im Jahr, um dankbar auf sein Leben zurückzublicken. Im Englischen gibt es dazu ein Sprichwort, die sagen nämlich Count your blessings. Das heißt so viel wie sei dankbar für das, was du hast. Das können Momente sein, die man erlebt hat, Menschen, die man kennenlernen durfte, die eigenen Talente oder Ziele, die man erreicht hat und manchmal auch einfach materialistische Dinge. Und wenn ihr jetzt am Ende dieses besonderen Jahres zurückblickt und das zusammenzählt, was gut in eurem Leben gelaufen ist, dann hoffe ich, dass ihr eine schöne lange Liste zusammenbekommt und wünsche euch jetzt erstmal frohe Weihnachten. Ich möchte Ihnen trotz allem ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise ihrer engsten Familienmitglieder wünschen und hoffe, dass sie ein paar schöne Stunden miteinander verbringen. Wir hatten ja 2020 ein schwieriges Jahr. Durch Corona mussten wir unsere Arbeit umstellen. Die MILAG hat verstärkt digital gearbeitet und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die uns hier unterstützt haben, die uns auf unserem Videokanal gefolgt sind, die an unseren Online-Veranstaltungen teilgenommen haben und hoffe, dass wir das im Frühjahr 2021 fortsetzen können und uns vielleicht später in Präsenz und gesund wiedersehen.